Hallo! Heute habe ich ein sehr cooles Video für euch und ich habe jetzt auch mich lange darauf vorbereitet. Also ich plane das jetzt schon ewig und ich freue mich jetzt richtig, das endlich euch zeigen zu können. Und zwar geht es dabei um ein Projekt mit einer anderen YouTuberin. Diese andere YouTuberin ist Emma, also xxdemengagoraxx. Und ich mache mit ihr zusammen eine Harry Potter Serie, weil ja bald Halloween ist und wir dachten uns, das passt hier jetzt am besten. Wir hatten das auch schon etwas länger geplant. Und das hier ist das erste Video unserer Serie und zwar wird das ein DIY sein. Ich mache heute ein DIY-Butterbier-Video. Deswegen dachte ich mir, zeige ich euch, wie ihr das einfach zu Hause nachmachen könnt. Es sind ein paar Sachen dabei, die man nicht so einfach bekommen kann, aber darauf komme ich später zurück. Und jetzt wollte ich nur noch mal sagen, dass mein Video heute am Mittwoch kommt und ihr Video, also ja, ihr DIY, kommt morgen am Donnerstag. Das heißt, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr morgen am Donnerstag vorbeischauen und ja, da erwartet euch ein weiteres DIY zum Thema Harry Potter. Ich hoffe natürlich, ihr freut euch wegen der Serie und dann würde ich sagen, legen wir mal los. Angekommen in der Küche zeige ich euch jetzt mal, was ihr für das Butterbier braucht. Unser Butterbier besteht aus zwei verschiedenen Parts. Und zwar einmal das Butterbier an sich und die Creme, die oben drauf ist. Und heute werde ich euch zeigen, wie ihr beides davon zubereitet. Für das Topping oder die Creme vom Butterbier braucht ihr einmal Puderzucker, Schlagsahne oder auch Konditorsahne mit sehr viel Fettgehalt. Also dieses Butterbier ist gerade nicht was für Kalorienzähler, aber auf alle Fälle wird es euch schmecken. Danach noch normalen Zucker, dann entweder Vanilleextrakt, also solche Tröpfchen da, oder so Vanillinzucker, das ist eigentlich egal. Hauptsache dieses Vanillige kommt da ein bisschen rein. Und zum Schluss noch Sahne steif, damit die Sahne auch wirklich steif wird. Ja. Sagt der Name schon, ne? Als erstes braucht ihr natürlich einen Behälter, wo ihr das Ganze schlagt. Und ich habe mir jetzt einfach so eine extra Sahneschlagschüssel ausgesucht. Aber da könnt ihr eigentlich nehmen, was ihr wollt. Es spritzt halt extrem. Also das werde ich dann später auch nicht filmen, weil da muss ich dann auch etwas mehr aufpassen, dass ich meine ganze Küche nicht unter Sahne setze. Aber zuerst geben wir die Schlagsahne da so rein. Ich schreibe euch die genauen Mengen unten in die Infobox, wo halt auch das Rezept allgemein steht. Weil das muss ich jetzt dann immer dazu sagen und das ist nicht so günstig. Da könnt ihr euch das auch schlechter merken. Deswegen schaut einfach da in die Infobox rein. Ich habe mich jetzt aber entschlossen, noch etwas mehr reinzutun, weil es mir doch etwas wenig aussah. Deswegen habe ich jetzt einfach mal noch ein bisschen mehr reingetan. Nachdem wir das kurz aufgeschlagen haben, geben wir unser Sahnesteif hinzu. Und die Packung ist hier jetzt für 200 bis 250 Gramm. Da wir aber weniger haben, geben wir natürlich nicht das ganze Päckchen hinzu. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal, wie das Ganze so wird. Jetzt geben wir auch gleichzeitig den Vanillinzucker hinzu. Aber das merkt ihr ja eigentlich selber, wie das passt. Da haben wir jetzt ein bisschen was hinzugegeben, noch ein bisschen mehr. Und jetzt schlagen wir das Ganze wieder auf. Also da auch sehr vorsichtig sein, weil ja, es kann leicht in alle Richtungen spritzen. Nachdem ihr die Sahne steif geschlagen habt, tut ihr jetzt den Puderzucker und den normalen Zucker hinzu. Normalerweise macht ihr einen Esslöffel Puderzucker rein. Aber da ich jetzt leider gerade den nicht bedienen kann, mache ich das einfach hier nach Gefühl. Und jetzt kommt der Zucker, davon tun wir jetzt ja einen Esslöffel rein. Und das Ganze wird jetzt wieder vermischt und danach würde ich sagen, komme ich wieder. Wenn ihr das gemacht habt, sollte der Teig so eine fluffige Konsistenz haben. Und den werden wir jetzt erstmal beiseite stellen. Denn wir machen jetzt weiter mit dem eigentlichen Butterbier. Für das DIY braucht ihr einen Glas oder einen Behälter, wo ihr das Butterbier später reinfüllt. Dann Cream Soda, das bekommt ihr bei amerikanischen Läden oder im Internet. Ich setze euch mal den Link von Amazon oder von einer anderen Seite, wo das anbietet, in die Infobox. Das ist nicht sehr teuer, aber es ist unbedingt nötig, um dieses Butterbier zu machen, weil es so den Grundstein des Butterbier legt. Und dann noch Butterscotch Sirup, das ist so ein Geschmackssirup, wo eben auch so den Teil des Butterbiers ausmacht. Das gibt es ebenfalls nicht in Deutschland. Es war für mich auch etwas schwer zu bekommen. Das Cream Soda und der Butterscotch-Sirup sind eigentlich sehr bekannte Produkte in Amerika. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen amerikanischen Laden in eurer Nähe habt, dann schaut da mal vorbei. Ich wette mit euch, dass die das haben. Und wenn nicht, wie gesagt, sind die Links unten in der Infobox, wo ihr euch das besorgen könnt. Daraus besteht jetzt ja das eigentliche Butterbier. Dafür nehmen wir jetzt erstmal unser Cream Soda und machen das natürlich ganz normal auf. Das Ganze tun wir jetzt hier in unser Glas geben. Und das Ganze sieht jetzt hier schon sehr nach Butterbier aus, also ich muss schon sagen. Und als nächstes geben wir jetzt halt hier unseren Butterscotch Sirup rein. Jetzt geben wir 1 bis 2 Esslöffel diesen Sirup dazu. Schaut echt irgendwie eklig aus. Oh ja,
Ich fühle mich gerade, als würde ich irgend so einen Zaubertrank zusammenbrauen. Und das Ganze rühren wir jetzt schön um. So, wenn ihr das gut umgerührt habt, habt ihr eigentlich schon euer Butterbier. Also jetzt könnten wir das Ganze theoretisch nochmal in den Gefrierschrank tun und das werde ich jetzt auch machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Solange das Butterbier im Gefrierschrank ist, also nicht Kühlschrank, sondern Gefrierschrank, da halten wir mal unsere gemachte Dingsen da ein bisschen bei Laune, indem wir das ein bisschen abdecken, damit das jetzt nicht gleich irgendwie wieder in sich zusammenfällt. Was aber eh nicht passieren, da wir ja schlauerweise das Sahnesteif hinzugefügt haben. Also wenn wir jetzt endlich die Creme oben hinzufügen. Wenn jetzt alles fertig ist, sieht das Butterbier so aus und das war jetzt nämlich auch schon das Video. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Ausprobieren. Das war jetzt mein DIY zum Butterbier von Harry Potter. Und ich muss euch sagen, es schmeckt und riecht genauso wie das aus den Universal Studios in Florida. Also das ist ja dieses Wizarding World of Harry Potter und da habe ich eben diesen Sommer das probiert und es schaut genauso aus und es schmeckt auch so. Und ich würde sagen, falls ihr mal dieses Flair haben wollt, in dieser Gaststätte zu sitzen und euer Butterbier zu trinken, dann macht es auf alle Fälle nach, weil es lohnt sich. Für meine weiteren Videos könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare noch Vorschläge schreiben und dann werde ich vielleicht welche davon machen. Und ja, ich werde das jetzt halt weiter trinken und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder.